Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Mind. Auf das Innere kommt es an. Was spüren wir? Was nehmen wir wahr? Da ist es manchmal fast egal, was draußen passiert. Ist das wirklich so? Heute wieder ein lieber Gast, Ralf Mohren, von Haus aus Ingenieur, Diplom-Ingenieur und einer der Begründer zusammen mit Brigitte Papenfuß der SOL-Hypnose. Also ein Weg, Menschen auch im Kontakt mit dem Unterbewusstsein ein Stück zu unterstützen. Heute soll es darum gehen, zu schauen, wie diese Arbeit vielleicht auch uns Medizinern, ich bin Arzt, Kardiologe, was geht uns zu Herzen, uns gemeinsame Wege nachzuspüren, aufzuzeigen, wie wir vielleicht Menschen, die wirklich leiden, aber nicht immer ein verengtes Herzkranzgefäß haben, vielleicht zu unterstützen zu einem schöneren, runderen und erfüllteren Leben. Mal sehen, ob uns das heute gelingt. Herzlich willkommen. Danke. Ja, jetzt kommt ein Mensch und sagt, ich habe ein solches Herzdrücken. Hier immer drückt es. Er war vielleicht schon bei mir und dort haben wir, Gott sei Dank, feststellen dürfen, dass nichts Schlimmes vorliegt. Er spürt das aber. Und wie es der Zufall so will, jetzt kommt er zu dir. Was machst du mit dem? Oder wie geht es weiter? Wir werden zunächst einmal feststellen, ob er wirklich sich dieser Methode, ja, die er auf den Dialog mit dem Unterbewusstsein aufbaut, öffnet. Das heißt, ob er bereit ist, von sich aus da etwas zu machen oder ob er sich bedienen lassen möchte. Weil bedienen lassen funktioniert nicht. Ja. Er kann nur die Veränderungen aus sich selbst herausbringen. Wenn diese Sicherheit da ist, dann werden wir ein sehr intensives, langes Gespräch führen, in dem wir alle Fragen zu unserer Form der Hypnose beantworten würden im Vorfeld und würden dann eruieren im gemeinsamen Gespräch, ja, was möchtest du denn eigentlich in deinem Leben? Wir würden dann üblicherweise festlegen, bitteschön, zu der Situation zu gehen, die das heutige Leben am meisten belastet, ja, oder zur Ursache einer Erkrankung, und würden dann etliche andere Punkte noch aufschreiben, an denen er Verbesserungen erzielen möchte. Beispielsweise Gesundheit, Selbstheilungskräfte, optimale Beweglichkeit, Freiheit von krankheitsbedingten Schmerzen, Freiheit von Ängsten vor Krankheiten, Frage, ob Selbstheilungskräfte auch immer arbeiten, Urvertrauen, Selbstvertrauen, Dazugehörigkeit, werde gesehen und wahrgenommen, ja, darf mich zeigen, darf so sein, wie ich bin, Authentizität und so weiter. Das geht hin bis zum optimalen Partner, optimale Partnerin. Aus dieser Verbindung mit allem, die sich in tiefen Trancen immer zeigt. Ganz zum Schluss würde ich Ihnen fragen, möchten Sie diese Hypnose wirklich? Wenn er sagt, nein, ich habe jetzt nicht alle Fragen beantwortet, aber es geht mir zu tief oder ist mir zu spooky oder sowas, dann würde man sagen, gut, macht nichts. Bis zu diesem Zeitpunkt ist das auch völlig kostenlos. Aber in dem Moment, wo er sich für die Hypnose entscheidet, kostet das auch eine solche Behandlung, Erstbehandlung, die fast den ganzen Tag geht, 750 Euro. Bei allen unseren SOL-Hypnosetherapeuten. Wobei ich sagen muss, wir selbst, meine Kollegin und ich, hypnotisieren und auch innerhalb unserer Seminare. Sag mal nicht alles, nicht mehr, weil ihr es verlernt habt, sondern weil ihr euch einfach auf die Ausbildung konzentriert und nicht alles machen könnt. Wir haben die Kapazität einfach nicht. Genau. Ja, das ist also ein sehr individuelles Aufeinander-Eingehen. Und die Kapazität reicht da eigentlich nicht. Aber deshalb haben wir sehr, sehr gut ausgebildete SOL-Hypnosetherapeuten, die eine sehr umfangreiche, wirklich Prüfung und sehr anspruchsvolle Prüfung abgelegt haben, von denen wir überzeugt sind, die machen das genauso wie wir. Ja, du bist einer davon,
gratuliere herzlich. Also ich, ja, danke. Ich kann das bestätigen, weil es, und das ist für alle, die sich vielleicht dieser mit Arbeit oder dieser Methodik vielleicht sogar als Arzt öffnen oder damit beschäftigen möchten, kann man auch sagen, dass es dort ein ganz klares Handwerkszeug ist, vielleicht, also eine klare Strategie, wie im Umgang, im menschlichen Umgang miteinander es Regeln gibt, die a, förderlich sein können, aber es gibt auch Regeln, die sicher destruktiv wirken. Also auch das ist dort völlig klar. Und im Umgang mit dem Unterbewusstsein ist also die Verantwortung, die der Therapeut dort übernimmt, eben weil er dort dann in einen wirklich ungeschützten Bereich hineingeht, der also ganz auch schützenswert ist, sonst würden wir leicht daran kommen. Ja. Und auf der anderen Seite aber, wo dort die tiefen Ursachen für chronische Konflikte, vielleicht Traumata, also Situationen, die wir zu einem bestimmten Lebenszeitpunkt nicht beherrschen konnten und dann quasi weggesperrt haben in den Bereich der Seele, wo auch immer hin. Aber trotzdem waren da. Also das bedeutet, dass ein großer Kraftaufwand im Fernhalten dieser unbewältigten Situation uns die Kraft für Alltägliches, Schönes im Grunde genommen nehmen können. Und dieser, also ich bin jetzt sozusagen in der Ansprache auch für Menschen, die sagen, oh Gott, also viele haben ja schon eine Angst, wenn sie zum Beispiel, oder auch eine Angst, die ich gut verstehen kann, wenn sie eine Narkose brauchen für eine Operation, weil da gebe ich scheinbar die Kontrolle ab. Ja. Und das finde ich eben ganz, ganz wichtig und da danke ich euch auch sehr für diese strikte, wirklich strikte Überwachung und Achtsamkeit, dass diese Arbeit wirklich nur geschehen kann in diesem Bewusstsein, dass wir das Beste wollen. Also auch der Arzt hat das mal geschworen, den Hippokratischen Eid. Und dann wursteln wir uns manchmal so durchs Medizinerleben. Aber hier geht es in Bereiche der Berührung hinein, die wirklich geschützt werden müssen. Also ist bei uns ganz einfach so, niemand, weder wir noch irgendjemand anders, kann im Vorfeld einer solchen Behandlung sagen, ob diese von Erfolg gekrönt sein wird. Das wäre unseriös, wir wissen nicht, geht er in Trance, kann er die Kontrolle abgeben. Das sind viele Faktoren, die da hineinspielen. Die Erfolgsquoten sind gut, aber wir können im Vorfeld nicht sagen, wird die erwünschte Wirkung erzielt. Wofür wir aber sorgen können, und das nehmen wir auch sehr ernst und auch sorgen werden, ist, dass derjenige, die kommen aus der ganzen Welt, die Leute, und die haben in der aller Regel ein sehr, sehr ernstes Lebensproblem, der dann eine lange Anreise in Kauf genommen hat, in der Hoffnung, Hilfe zu bekommen bei einem unserer SO-Hypnose-Therapeuten oder bei uns im Seminar geht auch, wer dann diese Hoffnung hat, der soll wenigstens sicher sein, dass er genau die Behandlung bekommt, die wir kommunizieren. Und deshalb ist das komplett gleichgehalten. Ja, bei allen SO-Hypnose-Therapeuten, die arbeiten gleich. Und solchermaßen haben wir also die Voraussetzungen geschaffen und können auch mit Fug und Recht und mit gutem Gewissen sagen, ja, ihr könnt zu jedem unserer SO-Hypnose-Therapeuten hingehen. Ja, wobei es da auch noch natürlich auch auf die Thematik auch noch ankommt, sagen wir mal, wenn ich jetzt zu einem SO-Hypnose-Therapeuten gehe und gehe zu der Situation, die mein heutiges Thema am meisten belastet, überlasse mich, gelange in eine solche Tieftrance, dann bin ich regelmäßig entweder bei einem Trauma, das kann eine Kränkung sein, das kann was, das kann etwas ganz Banales sein, das kann auch ein ganz schlimmes Thema sein. Auf jeden Fall bei einem traumatischen Erlebnis, das in irgendeiner Phase des Seins stattgefunden haben kann, oder der Mensch fühlt sich dann alleingelassen von allem, entwurzelt,
nicht geliebt, völlig gefühlslos möglicherweise oder tief traurig, in einer Dimension möglicherweise jenseits von Zeit und Raum, wie wir sie kennen, also außerhalb der Verbindung. Natürlich ist er immer verbunden mit allem, aber er nimmt diese Verbindung nicht wahr. Die dritte Möglichkeit ist dann, das sind charakteristisch drei, ist eine energetische Beeinflussung, beispielsweise durch eine andere Persönlichkeit, die sich durch den Menschen ausdrücken auch möchte. Heißt, man hat das vielfach bei dissoziativen Persönlichkeitsstörungen. Schizophrenie oder? Ja, dass da vielleicht zwei oder drei oder vier Persönlichkeiten in einem sind. Mhm. Wenn aber zwei oder drei oder vier sich da ausdrücken möchten, ich habe nur einen Original, dann fehlt dem einen Original also auch die Kraft, sein Leben so zu leben. Also muss man die anderen bitten, das System zu verlassen, und das passiert denn. So, das heißt, dann kommt die Aufarbeitung, und Aufarbeitung basiert beispielsweise beim Trauma darauf, dass derjenige, der sich in diesem erweiterten Bewusstseinszustand befindet, auch die erweiterte Wahrnehmung hat, der weiß, dass alles, was jemals erlebt wurde, jeder Gedanke, den er je gedacht hat, jedes Gefühl, was er je gehabt hat, jede Handlung, die er jemals erlebt hat, als Information abgespeichert ist in einem Feld, das in tiefsten Trancen als bedingungslose Liebe wahrgenommen wird und sich durch alle erfährt. Und in diesem Wissen, dass alles abgespeichert ist, kann man fragen, ist das eine Erfahrung, die du soeben durchlebt hast, diese traumatische Situation? Ja. Ist es so, dass man, wenn man eine Erfahrung gemacht hat, etwas gelernt hat? Ja. Ja, ist es denn so, dass wenn man etwas einmal erlernt hat, das noch einmal erlernen muss? Nein. Ja, wenn diese Erfahrung noch etwas Erlerntes ist und man etwas einmal Erlerntes nicht noch einmal erlernen muss, dann braucht man ja diese Erfahrung auch nicht mehr zu machen, nie mehr. Jo. Ja, wenn du diese Erfahrung nicht mehr zu machen brauchst, dann braucht dich doch diese Erfahrung auch nicht mehr zu belasten. Ja, die soeben durchlebt wurde. Ja. Dann kannst du doch in dem Moment beispielsweise, wo ich von 1 bis 3 gezählt habe, alle Belastungen deines Lebens, die aus der soeben durchlebten Erfahrung herrühren, loslassen. Ist das so? Ja. Okay, dann zähle ich von 1 bis 3 und dann lass los. Geht sehr emotional, dauert einige Minuten bis zu einer halben Stunde. Dann, bis dann diese Belastungen losgelassen sind. Dann, wenn ich da mal kurz auch für die Zuschauer nochmal zur Zwischenzusammenfassung. Mhm. Also der Einstieg ist ja was sehr viel Angst macht. Ich gebe quasi die Kontrolle ab. Ja. Es wird da etwas aber kontrolliert, was ich sozusagen vorsichtshalber unter Verschluss halte, was aber letztlich meine Heilung behindert. Ja. Und wenn ein Patient, ein Klient, dieses Vertrauen gewinnen kann, und dem sind wir alle immer verpflichtet, dass so wie ein Narkosearzt, wo ich ja auch die Kontrolle nicht mehr habe, wir versprechen, oder es gibt einfach als Grundlage das Versprechen, dass es wirklich um diese Heilung oder diese Auflösung dieser Dinge, die, man kann sie ja für das Leben, sind sie hinderlich, oder noch anders ausgedrückt, eigentlich Missverständnisse. Also tatsächlich könnten wir uns verbunden fühlen und wir könnten in Harmonie, das spüren wir ja auch, wenn wir haben, also eigentlich könnte es so sein. Und wir brauchen sozusagen diesen Kontakt zu diesen verborgenen Ebenen, um das, was scheinbar fürs Alltagsbewusstsein ja so verborgen ist, mit dem reden zu können und das Missverständnis quasi auflösen. Genau. Und wenn das geschieht, dann ist ja sozusagen in dieser Erfahrung, die wir nur einmal machen müssen, und sowas alles ist ja total logisch. Ja. Das versteht sogar das Unterbewusstsein. Ja. Also das ist eine einfache Logik, die im Unterbewusstsein völlig klar ist. Ja. Und das ist, ich darf ja das jetzt auch durchführen. Das heißt, es ist so ein eindeutiges Erlebnis, was auch völlig klar ist und auch bestätigt wird. Also es gibt
also für alle, die sich in der Bibel ein wenig auskennen, die Situation, dass Petrus Jesus dreimal verraten hat und er fragt ihn dann dreimal, hast du mich lieb? Also rein intellektuell ist die Frage sehr schnell beantwortet, aber sie wird dreimal gestellt und unter Tränen beim dritten Mal ist es dann allen, auch Beteiligten, völlig klar, ja, er hat ihn lieb, obwohl er ihn dreimal verraten hat. Und diese, also auch im Märchen kommt das ja vor, das sind ganz starke Kräfte, die vielleicht auch aus der Biologie jedenfalls von dem Unbewusstsein überhaupt nicht in Frage gestellt werden. Und das kann man wirklich nutzen. Und das führt dann zu einer neuen, den Menschen ja ganz anders unterstützenden Überzeugung, die dann auch eigentlich fast unumstößlich ist. Ja, die mit in den Alltag genommen wird. Die mit in den Alltag genommen wird, das ist ja auch Teil der Hypnose, die einen beauftragt, kann man fast sagen, alle Details, an die man sich erinnern möchte, in das Tagesbewusstsein mitzunehmen. Ja. Also das ist vielleicht auch überraschend für Sie als Zuschauer, dass man in einer Hypnose, wo man scheinbar im Unterbewusstsein ist, dieser Transport in das Alltagsbewusstsein überhaupt kein Problem ist. Ja. Sie können sich wirklich an alles, was Sie möchten, eins zu eins erinnern. Und da das alles Botschaften sind, die Ihnen gut tun, das heißt, innere Kämpfe werden plötzlich nicht mehr notwendig, sie erübrigen sich. Ich komme nicht mehr. Das können Sie sich vielleicht auch vorstellen, also wenn Sie sich nicht mehr mit irgendjemandem streiten müssen, weil das sich alles aufgelöst hat, dann haben Sie plötzlich Kraft und Zeit für schöne Dinge. Und stellen Sie sich mal vor, das dürfen Sie aushalten. Also das Faszinierende ist für mich als Arzt, dass chronische Krankheiten eigentlich immer auf seelischen Missverständnissen beruhen. Und stellen Sie sich mal vor, deswegen sind wir krank. 95% der Menschen gar nicht auszuhalten, wenn sie nicht, die sollen jetzt nicht alle SOL-Hypnose machen, aber wir haben einen Zugang dazu, dass diese Routinen, die ständig in mir gegen mich arbeiten, das ist sozusagen keine gottgewollte Situation, sondern es ist etwas, wo wir, und das ist systematisch darstellbar, einen Weg darin bahnen können. Ja, diesen Weg würde ich, ich mache den nochmal ganz eben weiter, dann mal zusammengefasst. Wir fragen dann, wenn diese eine große Belastung aufgelöst ist, die Belastung als die Tatsache als solche, was da geschehen sein mag, ist immer noch da, da ist nichts geändert. Aber die emotionale Sichtweise darauf ist eine völlig andere und ist nicht mehr belastend. Sondern wenn das für, dann fragen wir dann, im Dialog mit unserem Klienten, sind nicht alle Erfahrungen, die du jemals gemacht hast, musst du jemals eine jemals gemachte Erfahrung noch einmal machen? Nein. Und sind nicht alle Belastungen, die du jemals, oder alle Erfahrungen, die du jemals gemacht hast, eine Erfahrung, ja. Dann braucht man, wir stellen also alle etwas Erlerntes da, oder alles etwas Erlerntes braucht man nicht noch einmal zu lernen, dann brauchst du ja keine jemals gemachte Erfahrung noch einmal zu machen. Ergo brauchte ich auch keine jemals gemachte Erfahrung heute noch zu belasten. Ist das so? Ja. Dann zähle ich jetzt nochmal von 1 bis 3 und dann lässt du alle Belastungen, die aus jemals gemachten Erfahrungen herrühren, los. 1, 2, 3 und schon geht dieser Prozess des Loslassens wieder los. Und wir vergewissern uns dann, dass wirklich alle Belastungen, die aus Erfahrungen herrühren, losgelassen sind. Und dann ist das klar. Der nächste Ansatz könnte sein, dass sich jemand getrennt fühlt von allem. In dem erweiterten Bewusstseinszustand einer tiefen Trance stellt er fest, nee, ich bin ja gar nicht getrennt. Meine Seele ist immer Teil konstant einer allumfassenden, bedingungslosen Liebe, die alles verbindet. Also bin ich auch mit all meinen Seelenanteilen verbunden, die mir möglicherweise beim jetzigen Leben nicht zur Verfügung stehen. Aber wenn ich damit verbunden bin, kann ich mir die auch zufließen lassen auf den heutigen Tag, solange bis alle Seelenanteile mir zur Verfügung stehen in diesem jetzigen, in dieser jetzigen Seinsform. Und dann lässt sich alle Seelenanteile zufließen und
dann kommt eine innere Sicherheit und Kraft, die, das ist die Folge, mit beiden Beinen in diesem Leben zu stehen. Und der letzte Punkt ist die Frage, sind denn alle, hat jeder Mensch das Recht, sein Leben mit seiner ureigenen Energie, seines Ursprungs so zu leben, wie er es leben möchte? Und hat er das Recht, alleine zu sein in seinem System? Also nicht diese 3, 4, 5 Persönlichkeitsanteile, sondern mit seinem ureigenen Persönlichkeitsanteil alleine zu sein, mit seinem ursprünglichen. Da kommt ja. Dann wird gebeten, dann sorge dafür, dann mit platt gesagt, schmeiß die anderen raus. Ja. Verabschiede dich von denen, so lange, bis er mit seinem System alleine ist. Und dann ist er insgesamt, ich sag mal, rund. Und hat dann, ist unbelastet von unbewussten Problemen. Und aus dieser Unbelastung her stellt man dann, kann er dann feststellen, ihm steht alles zu seinem höchsten Wohl, somit zum höchsten Wohl aller. In dieser Liebe ist, mit der er verbunden ist, ist alles drin. Ja, wenn alles drin ist, dann sind auch deine Gesundheit, deine Selbstheilungskräfte und da drin. Und er kann aus diese unbewussten Ressourcen für sich verankern. Und das Faszinierende war, dass tatsächlich immense Heilungsprozesse da eingetreten sind, wenn drei Situationen zueinander kommen. Erstmal Annahme der vollständigen Gesundheit und der Selbstheilungskräfte im Zustand einer tiefen Trance im Bereich der SO-Hypnose. Es mag 1000 andere Verfahren geben, wo das auch möglich ist. Ja, völlig außer Frage. Aber bei der SO-Hypnose geht es in direkten Dialog. Man kann sich vergewissern. So, wenn dann geht es aber auch darum, diese tiefe innere Sicherheit, die man verspürt, mitzunehmen in den Alltag wieder. Die Hypnose ist ja irgendwo mal zu Ende. Ja, und dann steht man unter den Alltagseinflüssen und auch unter den gut gemeinten Ratschlägen der Umgebung. Ja. Das ist das Gegenteil von gut, ist gut gemeint. Du musst aber auch das machen und vorsichtshalber das, was zu einer Verunsicherung führen kann. Und wenn ich aber diese tiefe innere Sicherheit, dass mein Unterbewusstsein die Heilung herbeiführt, egal ob bei psychischen oder körperlichen Erkrankungen, wenn ich diese Sicherheit mitnehme in den Alltag, dann habe ich die zweite Hürde genommen. Ja. Und wenn ich die dritte Hürde dann auch noch nehme, ganz banal, ja, die Frage, warum willst du denn eigentlich leben? Die Frage nach der Lebensperspektive, die aktiv übernommen wird, nach dem Lebensziel, nach der Lebensfreude am Morgen. Ja? Was ist dein persönlicher Grund zu leben? Ja, ich möchte die Hochzeit von meinen Urenkeln erleben. Ja, das ist doch schon mal eine Perspektive, ja? Wo es sich darauf lohnt, hinzuarbeiten. Ja. Für jeden individuell. Ja? Und wenn diese Perspektive da ist, dann haben wir noch bis jetzt immer noch Heilung, beim Zusammenwirken dieser drei Faktoren immer noch Heilungen erlebt, die aus medizinischer Sicht für unmöglich gehalten wurden. Und da bin ich irgendwo jetzt bei einem Punkt, wo ich sagen muss, Mensch, wir kommen aus dem, meine Kollegin aus der Physiotherapie, ich aus dem Maschinenbau, da haben wir, also zumindest ich, mit Heilung nicht sehr viel zu tun. Ja. Da geht es um die Reparatur von Maschinen. Und auf einmal stellen wir fest, oh, das Unterbewusstsein, da treten Heilungen auf und wir wissen gar nicht, was los ist. Und dann wäre es richtig und gut und erscheint es uns richtig und gut, da darüber zu berichten, was wir jetzt auch hier tun, dankenswerterweise. Aber den Staffelstab jetzt weiterzugeben an Ärzte, die dann sagen, jo, das könnte eine Möglichkeit sein, additiv zu meinen ganzen medizinischen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, noch eine Verbesserung auf der seelischen Ebene herbeizuführen, sodass dann Selbstheilungskräfte initiiert werden. Dergestalt beispielsweise, dass sie mit einem SO-Hypnose-Therapeuten zusammenarbeiten oder im optimalen Fall selbst einer sind, so wie du.
Und wenn ich dann noch um diese Integration der inneren Sicherheit in das Tagesbewusstsein weiß, um die Wichtigkeit dieser Integration, und ich habe dann die Möglichkeit, auch auf der bewussten Ebene mich mit Gefühlen auseinanderzusetzen, denn was anderes, die Angst steht, die latente und ständige Angst steht der Heilung da entgegen, wenn die weg ist, ja, nicht die Angst als solche, aber die irrationale Angst, und ich werde auf bewusstem Wege unterstützt, ja, dann habe ich das GLS-Modell, ja, eines Autos oder von mir aus der SOL-Hypnose. SOL-Hypnose ist G. SOL-Hypnose ist G, das Grundmodell. Ja. Das L, das Luxusmodell, das ist der Mediziner, der die SOL-Hypnose anwendet. Denn der hat additiv dazu noch sein ganzes Portfolio an medizinischen Interventionsmöglichkeiten. Ja, und das S-Modell ist dann das Superluxusmodell. Das ist der Mediziner, der sich auch mit der Gefühlswelt im Alltag befindet. Das heißt also, ich bin das G-Modell, du bist das GLS-Modell. Ja, weil du dich mit allen Faktoren da beschäftigt hast. Und ich würde mir wünschen, für den Fall, dass ich einmal krank werden sollte, was ich zum Glück nicht bin, ja, und ich möchte auch gesund bleiben, aber sollte dieser unwahrscheinliche Fall eintreten, dann wünsche ich mir einen Arzt, der mich nicht betrachtet, wie ich als Ingenieur eine Maschine betrachte, nämlich als biologische Funktionseinheit, die es im Falle einer Erkrankung zu reparieren gilt. Die biologische Funktionseinheit reparieren, ja, gut, das ist eine Sache, wunderbar. Aber manchmal gestaltet sich das schwierig. Ja? Und wenn ich dann additiv die unbewusste Komponente dazu nehme, bin ich ganzen Schritt weiter. Wenn ich dann additiv noch um die Gefühlswelt im Alltagsleben und die Beeinflussung weiß, dann würde ich mir einen Arzt wünschen, der genau diese Kombination zur Verfügung hat. Ja, und die Ergebnisse sprechen für sich. Ja, wir sprechen hier von weit über 1500 Hypnosen, die alle in aller Regel, sage ich jetzt mal, lebensverändernd waren. Ja. Also ich persönlich bin ganz sehr dankbar für diese Arbeit, diese auch Unbekümmertheit, also die Freiheit von medizinischen Vorgaben, wie etwas im bisherigen Sinne zu laufen hat. Davon habt ihr zum Glück nichts gewusst. Es ist sozusagen aus dieser Sicht ein Vorteil. Ja. Dieses unbefangene Umgang eröffnet jetzt für mich als Mediziner ein neues Verständnis von Zusammenhängen dieser 95% der Menschen, die Krankheiten heute haben. Das heißt, dass in ihnen Mechanismen ablaufen, die wir verstehen können. Es ist ja sozusagen nochmal kein etwas unverständlich. Also alle Psychosomatiker, die das nur als Fachgebiet haben, können das alles gut erklären. Es gibt Psychoonkologie, da sind alle Berührungen mit Zusammenhängen. Ja. Euer unbekümmertes Vorgehen bedeutet aber jetzt eine Klarheit in der Beleuchtung dieser Zusammenhänge. Und dass, wenn der Patient einmal das Vertrauen gefasst hat, in diese tiefen Zonen zu gehen, dass er dort einfach auch erlebt, dass auf dieser Ebene Klärung möglich ist, mit der unglaublichen Konsequenz, dass er die Probleme nicht mehr hat. Oder dass das, was ihn vielleicht wirklich auch Kräfte bisher genommen, gebunden hat, jetzt für ganz andere Dinge freigibt. Und die Biologie will ja tatsächlich mit einem Minimum an Aufwand das Beste für uns erreichen. Und die Intelligenz der Selbstheilung, wenn genügend Kraft dazu da ist und nicht ständig irgendetwas bewusst oder unbewusst dagegen gackert, du bist nicht wertvoll genug oder wie auch immer, dass dort dann eine Unterstützung aller Prozesse, die wir sonst auch in der Medizin ja weiter betreiben dürfen, können und sollen, ermöglicht. Und für mich als Arzt
ist das also ein Wiederfinden eines Liebespaares, was sich lange Zeit vielleicht nicht gesehen hat oder verborgen war. Und ich wünsche Ihnen als Zuhörer, dass Sie von dieser Liebesheirat, die jetzt möglicherweise ansteht und vielleicht in einer nächsten Sendung dann zur Sprache kommen wird, dass Sie sich davon ein Stück spüren und ergreifen lassen für alle Dinge, die für Sie vielleicht auch wirklich wichtig sind und eben nicht bis zum Ende Ihres Lebens so sein und bleiben müssen, wie Sie jetzt sind, sondern es, wenn Sie so wollen, sogar naturwissenschaftlich verstehbare Wege gibt zu einem schönen, erfüllten und noch besseren Leben, als es jetzt schon ist. Herzlichen Dank. Genau. Ihnen einen guten und behüteten Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.